Ja, guten Tag. Mein Name ist Vera Herzmann. Ich freue mich, dass wir jetzt an der zweiten Station sind vom Berner Digitaltag auf dem Waisenhausplatz zu einem neuen Thema mit vier verschiedenen Gästen. Und ja, das Thema ist Daten nutzbringend managen, 3D bis Open Government Data. Was bedeutet das? Und seien wir ehrlich, Daten, dass die wertvoll sind, das ist uns allen schon relativ lang klar. Aber wenn wir es kombinieren, steigt der Wert noch mehr und immer mehr. Jetzt aber, wie können wir die Daten denn zum Wohl von unserer Gesellschaft nutzen? Das sind die Fragen, die wir uns in der nächsten halben Stunde möchten widmen. Mit am Tisch diskutiert Florin Hasler, willkommen. Er ist Geschäftsleiter von Open Data und euer Credo lautet offenes Wissen und offene Daten. Mit am Tisch ist Christine Frühe. Sie ist seit 2002 Leiterin von Geoinformationsstadt Bern. Ihr seid also für die Aufbereitung, aber auch für die Produktion von Daten zuständig. Dann mit am Tisch ist Frau Dr. Jasmin Nussbaumer. Sie hat an der Uni Bern in kognitiven Neurowissenschaften promoviert und ist heute Co-Leiterin vom Digital Sustainability Lab an der Berner Fachhochschule. Dann mit am Tisch der Raphael Karle, herzlich willkommen. Vorstand vom Verein Digital Impact Network. Und wir könnten sozusagen sagen, dank dir sind wir hier in Bern mit dem Digitaltag, dass wir auch dürfen in der Bundeshauptstadt diskutieren. Ich möchte bei dir starten, Florin. Open Data, ihr feiert ja das 10-jährige Jubiläum. Jetzt, was bedeutet Open Government Data und welches Potenzial schlummert denn da drin für die Zivilgesellschaft? Merci, zuerst mal, dass ich da sein darf. Genau, also vielleicht fange ich mal zuerst an, was ist Open Data? Also Open Data oder Open Knowledge, das sind offene Daten. Offen in unserem Kontext heisst, das ist frei zugänglich, es ist nutzbar, es ist wiederverwendbar und veränderbar. Also das ist quasi so die offene Definition, die sich ableitet, so ein bisschen vom Open Source, also offen Quellcode. Die Definition, vielleicht nochmal schnell zurück, was sind überhaupt Daten? Daten, also ich sage jetzt mal in meiner Definition, aber ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Definitionen. Es ist strukturierte Repräsentation für die Wirklichkeit. Also im Endeffekt kann alles irgendwie Daten sein. Genau, und wenn wir über Open Government Data reden, sind das einfach offene Daten im Verwaltungskontext. Das heisst, die Daten sind frei zugänglich für die Öffentlichkeit, die sind maschinenlesbar und die sind unter offener Lizenz auch veröffentlicht. Und das Nutzen oder das Potenzial von diesen Daten, das ist eigentlich noch das ganz Interessante, das findet man meistens erst raus, wenn man sie mal veröffentlicht hat. Also kann man sehr selten a priori sagen, okay, das ist jetzt so viel wert oder so viel und ja, da ziehen wir jetzt den Nutzen daraus. Aber grundsätzlich gibt es so drei Bereiche, also Transparenz ist ein grosser Punkt. Also dass einfach die Öffentlichkeit, wo die Daten auch eigentlich, sag jetzt mal, von ihren Steuergeldern zahlt, Möglichkeit hat, zum von außen hineinschauen und das kontrollieren. Dann Innovation, also das ist natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt von Open Data, ist sehr großes wirtschaftliches Potenzial, vor allem für bestimmte Datensets. Im Kontext als High-Value-Datasets. Das ist ein riesiger Punkt. Und dann natürlich nicht zuletzt Partizipation, Mitwirkung. Also dadurch, dass Daten offen sind, lädt es Leute zu Kollaboration ein und wo die Prozesse dann quasi mit einbeziehen kann. Und ich denke, es ist auch ein wichtiger Schritt zur nutzerinnenzentrierten Verwaltung. Merci vielmals. Ja, jetzt Jasmin, du bist ja eine Verfechterin, du findest ja offene Daten grundsätzlich auch etwas Gutes. Jetzt gibt es da drin nicht auch extrem viele Nachteile, wenn wir alles preisgeben? Nein, also es ist natürlich so, also eben erstens, ich setze mich sehr ein, nicht nur für, also generell für offene Daten. Das heisst da zum Beispiel offene Forschungsdaten, offene Daten eben von Open Government Data. Es geht aber dann auch weiter, eben zum Beispiel Richtung Open Software, wenn man zum Beispiel Daten definiert als Code. Und dort gibt es manchmal das Argument, dass wenn alles offen ist, dass das eben auch Probleme geben kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Code als Daten anschaut, dass man zum Beispiel kann sagen, ja, der könnte man ja jetzt einfach so Sicherheitslücken aufdecken und dann könnte man doch das einfach ausnutzen. Und das gibt es natürlich auch bei anderen Themen, zum Beispiel bei Forschungsdaten.
dass man sagt, wenn man alle Forschungsdaten publiziert, könnte man doch dort einfach etwas Negatives ableiten. Also ich habe mal ein Beispiel gemacht, wenn man zum Beispiel Daten publiziert von MRI von einem Schädel, die einzelnen Schiebli sozusagen, dann kann man aus dem ein Gesicht rekonstruieren. Und das kann man im ersten Moment als Nachteil anschauen. Im zweiten Moment kann man aber sagen, genau das sorgt eigentlich für Transparenz, weil genau das weist eigentlich auf den Missstand her. Also genau zum Beispiel, nur weil man jetzt alle Daten publiziert und jemand hat gemerkt, dass man daraus ein Gesicht rekonstruieren kann, jemand hat ein Sicherheitsleck gemerkt, nur darum kann man den Missstand beheben. Und darum würde ich eigentlich gleich sagen, obwohl das vielleicht im ersten Moment negativ erscheint, dass es eigentlich aus dem sehr viel Potenzial gibt, eben für eigentlich die Probleme zu beheben. Mhm. Und das gibt natürlich auch andere Missstände, wenn man zum Beispiel mit Open Data soziale Missstände aufdeckt. Darum würde ich sagen, dass das wiegt eigentlich auf dem ersten Moment vielleicht negativ wirkende Aspekte völlig auf. Merci vielmals für den Einblick auch in die Kehrseite. Jetzt in der Stadt Bern haben wir ja relativ viele Daten vorhanden. Was sind da für Daten und wie profitieren wir als Gesellschaft von denen? Also ich kann vielleicht hauptsächlich über Geodaten reden, weil wir für die zuständig sind. Und das ist wahr. Wir haben sehr viele Daten, die wir brauchen, für mal ursprünglich unseren Auftrag zu erledigen, wo wir aber daraus einen Mehrnutzen können ableiten, indem wir, dass wir die Daten publizieren, zur Verfügung stellen. Man kann herausfinden, was es für Daten gibt. Das ist das, was der vorhin gesagt hat. Eigentlich mal Transparenz herzustellen, was für Daten haben wir überhaupt in der Stadtverwaltung. Dann kann man sie anschauen. Also Geodaten oder räumliche Daten, digitale Karten. Das ist etwas, was man gut anschauen kann, wo man sich zurechtfinden kann. Und nicht zuletzt kann man sie nachher beziehen oder mit sie weiterverwerten, in eigene Systeme integrieren und daraus mehr Nutzen ableiten. Jetzt sitzen wir hier auf dem Waisenhausplatz. Wie könnten wir denn jetzt hier von Daten profitieren, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen? Wir sitzen hier zwischen roten Pflöcken vom Sockel. Habt ihr da irgendeine Idee, Raphael Karlen? Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Der grosse Mehrwert liegt sicher im Verknüpfen der Daten. Was wir in den letzten 10, 15 Jahren oder 20 Jahren schon gemacht haben, wir haben riesige Datenhäufe angesammelt. Und zwar, wenn wir jetzt auf die Stadt Bern das anschauen, jede Direktion fast für sich selber. Das heisst von Bewegungsdaten von Bernmobil über die Einwohnergemeinde, über ganz andere Datenherkünfte. Und der grosse Mehrwert, den wir eigentlich daraus hätten, wäre das Verknüpfen von diesen Daten. Und das ist eben die ganze Diskussion um Open Data ganz wichtig, dass wir eben auch die diversen Direktionen dürfen befähigen können, Daten A zu erheben, zweitens zu verknüpfen und eben auch auszuwerten. Und auch immer im Sinne des Bürgers etwas Positives daraus zu machen. Und wenn ich ein Beispiel machen darf, etwas Positives wäre zum Beispiel, dass wir vor allem aufgrund von den Daten, die wir sammeln, auch in die Zukunft schauen dürfen. Das ist, glaube ich, der grosse Mehrwert. Also wir probieren ja immer mit vergangenheitsbezogenen Daten irgendeine Prospektive in die Zukunft hineinzuschauen. Und ich habe Vor drei Jahren waren wir längere Zeit in China, kurz vor Covid, in einer grossen Technologiestadt in Shenzhen. Und dort haben wir heute die Möglichkeit, zum Beispiel aufgrund von Datenauswertungen können in die Zukunft schauen, wo zum Beispiel als nächstes ein Verkehrsunfall wird passieren oder im schlimmsten Fall, wo als nächstes ein Verbrechen wird passieren. Und das gibt uns die Möglichkeit, viel genauer können, Personal einzusetzen zum Beispiel oder einfach auch andere Massnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung sind. Das wäre jetzt eher ein negatives Beispiel. Es gibt aber auch ganz viele positive Beispiele, die wir eben in Zukunft schauen können. Und der grosse Mehrwert liegt im Verknüpfen und im Analysieren von Daten. Und für das braucht es für uns als Gesellschaft braucht es die politische Legitimation, dass wir dazu kommen, dass Bürger, Bürgerinnen einverstanden sind, dass man mit diesen Daten etwas macht und eben nicht irgendetwas macht, sondern eben genau definiert, was. Und für das ist eben die ganze Gesetzgebung, die in der Erarbeitung ist. Auf nationaler Ebene gibt es seit 2019 ein Datenschutzgesetz und ein Datengebrauchsgesetz und das ist zentral für das. Mhm. Jetzt reden wir immer von der Verknüpfung von Daten, die sehr wichtig sind. Also es ist viel vorhanden und gleichzeitig braucht es irgendwie eine gescheite Kombination. Nicht nur die Stadt hat Daten, sondern auch viele private Unternehmen. Vielleicht die Frage an dich, Florin, wie bringen wir denn auch andere Stakeholder oder Anspruchsgruppen dazu, Daten zur Verfügung zu stellen? Mhm.
Ja, ich glaube, es wird die grosse Herausforderung sein, glaube ich, von den nächsten, sag jetzt mal, 5 oder 10 Jahren oder darüber hinaus. Also, ich glaube, wichtig ist es sag jetzt mal, in Daten-Ökosystem zu denken. Du hast es, glaube ich, schon so angeschnitten eigentlich, wo es jetzt, glaube ich, denke jetzt mal, sehr viele Bestrebungen gibt, gerade, die unterwegs sind, die in eine richtige Richtung gehen. Aber ich glaube, die Herausforderung gerade in der Schweiz mit dem Föderalismus wird sehr gross sein. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen vorweg genommen. Gerade eben Daten teilen über die verschiedenen politischen Ebenen, aber eben natürlich auch mit privat. Und ich glaube, gerade da, dann wird es interessant. Also, gerade wenn wir jetzt, sagen wir mal, zwei von den grossen Krisen von unserer Zeit anschauen. Ich meine, die grössere ist auf jeden Fall die Klimakrise. Wir werden die Klimakrise nicht können lösen, wenn wir nicht anfangen, in Daten-Ökosystem zu denken und uns überlegen, okay, wie kann man private, ich glaube, durch Incentivierung ist sicher ein grosses Thema, dazu bringen, ihre Daten zu teilen. Ich glaube, Open Government Data ist das Fundament von jedem Datenökosystem, aber es wird nicht der maximale Wert, sagen wir mal, der maximale Nutzen wird dann rauskommen, wenn wir es eben genau verknüpfen. Und ich glaube, die andere Grosse, die jetzt noch viel aktueller ist, ist die Energiekrise. Oder? Also ich glaube, der Winter, wenn wir jetzt in den paar Monaten bis dorthin, also auch dort laufen ein paar Bestrebungen im Hintergrund, aber ich glaube, man kann dort auch relativ kritisch sein, dass dort noch sehr viel im Argen liegt. Und ich glaube, ja, ich sage jetzt mal, die Urgency ist eigentlich maximal in dem Gebiet, dass man dort das überlegt, okay, wie kommen wir dort im Energiesektor untereinander besser unsere Daten teilen, um quasi, ja, die Energiekrise im Winter darüber hinaus natürlich auch zu überstehen. Genau, Incentivierung ist das eine und ich glaube, gerade in der Klimakrise, aus meiner persönlichen Perspektive, glaube ich, wird man nicht daran vorbeikommen, so etwas auch verpflichtend zu machen. Also Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, ihre Daten, die sie dort in dem Bereich haben, zu teilen und das über Gesetz, gesetzlich zu regeln. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung. Jetzt, Datenerhebung ist ja auch etwas Kostenintensives, also etwas sammeln, dann aber auch im Laufe der Zeit gut aufrechterhalten. Jetzt, Christine, wie könnt ihr das handhaben und was sind die grössten Herausforderungen, um wirklich aktuelle Daten zu liefern? Weil schlussendlich wollen wir mit diesen Daten ja auch etwas machen und Entscheidungen treffen. Ja, gell, aktuell heisst nachführen dort, wo sich etwas ändert. Wenn wir Daten haben, die stabil bleiben, müssen wir die nicht wirklich nachführen. Es gibt Daten, die bleiben stabil, weil sie sich nicht verändern. Es gibt Daten, die ändern sich. Und ich glaube, dort ist ja die Herausforderung, zu merken, wo sich etwas ändert. Und jetzt in unserem Bereich ist dort immer ein Abbild von Realität. Es ist ein Modell, möglichst eine gute Abbildung. Und das ist so, wir reden von Meldewesen zentral, damit wir herausfinden, wo hat jetzt etwas geändert? Wo hat an einem Strassenverlauf etwas geändert? Wo sind neue Bauten entstanden? Und da gibt es schon so etablierte Prozesse, wo wir herausfinden, dort hat sich etwas geändert, dort müssen wir jetzt Daten nachführen. Und wir haben es vorhin gehabt, so im Daten verteilen und nutzbar machen, kann ich sehr unterstützen. Ich glaube, elementar ist daran, dass wir herausfinden, das, was wir verteilen, was für eine Qualität hat das, insbesondere auch, was hat es für eine Aktualität. Und wir müssen wissen, schaffen wir jetzt hier mit den aktuellsten Daten oder ist das die Version -2, die eben schon überholt ist. Und darum braucht es zu den Daten, wir verteilen immer auch die sogenannte Meta-Information, die wir mitgeben können, dass wir wissen, was wir jetzt hier in der Hand haben oder im System haben, dass wir dann auch mit den richtigen Daten arbeiten. Ich möchte mal ganz kurz schauen, wir kommen auch vom Livestream Leute, die vielleicht von irgendwo mithören, Informationen oder Fragen an euch über. Jetzt, wir haben gerade davon gehabt, Daten, es gibt unterschiedliche Daten und ja, es sollten ja auch nicht alle frei verfügbar sein. Jetzt, wie sind die klassifiziert und wie könnt ihr vielleicht auch geschützt werden? Jasmin? Ja, genau. Also es dürfen natürlich nur Daten veröffentlicht werden, die nicht personenbezogen sind. Also zum Beispiel mein Geburtsdatum, mein Name, mein Wohnort, das darf alles nicht veröffentlicht werden. Und sie dürfen nicht sicherheitsrelevant sein.
Aber es darf zum Beispiel veröffentlicht werden, ob das Haus, wo ich drin wohne, die Liegenschaft, mit welcher Heizung das die geheizt wird, ob das noch eine Ölheizung ist. Es darf veröffentlicht werden, wie viele Leute in diesem Haus überhaupt wohnen. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Haus ist, ganz weit aus dem Land aus, dann tut man so ganz grosse Teile zusammennehmen, dass man zum Beispiel sagt, man nimmt einfach die drei nächsten Häuser zusammen, dass man nicht Rückschluss ziehen kann. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass die Daten nicht Rückschluss auf eine individuelle Person zurücklassen. Das ist so, ja. Jetzt könnte man aber auch sagen, wird denn die Stadt zu einem Datenkraken? Ja, das sollte nicht das Ziel sein. Interessant ist immer bei dieser ganzen Datenerhebung, dass die Leute auf freiwilliger Basis, sei das jetzt in den sozialen Medien, sei das Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und so weiter, eigentlich enorm bereit sind, ihre Daten zu teilen. Also viele Leute sind sich gar nicht bewusst, eigentlich, was sie freigeben mit persönlichen Fotos von ihrem Haushalt, von ihren Kindern, von, wo andere Leute drauf getaggt werden und so weiter. Aber kaum geht es dann um die Diskussion, dass der Staat oder jetzt eben hier die Verwaltung, welche Daten er hat, dann geben sofort Alarmsirenen los. Und das ist insofern eine interessante Diskussion, was vielleicht so ein bisschen auszuhebeln gibt. Ich persönlich habe zum Beispiel sehr ein grosses Vertrauen in die Verwaltung und generell in das Government, sei das jetzt auf Bund, sei das auf städtischer Ebene und so weiter. Und wir müssen, glaube ich, dorthin kommen, wo wir das Vertrauen in die Datennutzung, wo schlussendlich geht es immer über Nutzenaspekte. Und wir merken das ehrlich immer wieder, es braucht so wie typische Killer-Applikationen, sagen wir dem. Bei 5G ist das zum Beispiel gerade nicht der Fall. Also wir haben heute die ganze 5G-Diskussion, die sehr stark sich auf Daten bezieht, genau aus dem Grund, dass es noch keine schlauen Anwendungen gibt. Und bei 3G und 4G haben wir das nicht gehabt. Hankerum jetzt bei der ganzen Datendiskussion brauchen wir schlaue Anwendungen, die Nutzen stiften. Und wenn Bürgerinnen und Bürger den Nutzen sehen, sind sie sehr wohl bereit, ihre Daten zu teilen. Ein einfaches Beispiel ist die Inklusion, die Beteiligungsmöglichkeiten, die vorhin Christine erwähnt hat. Das ist zum Beispiel das ganze Thema oder das ganze Konzept von Schadenmeldungsdiensten. Es gibt ganz viele verschiedene Entwicklungen in der Schweiz, so sogenannte Schademelder-Applikationen. Und wenn man dort auch noch belohnt wird, für das man irgendwann etwas meldet von einem Schaden, der passiert ist, oder eben auch zum Beispiel für die Inventarisierung, dass man sagt, es ist zum Beispiel dort ein neues, nicht ein neues Gebäude, aber zumindest irgendwie ein neuer Baum gepflanzt worden oder etwas anderes, zum Beispiel gerade für Stadtklima relevante Aspekte, wo vielleicht die Stadt Bern gar nicht oder eine Stadt gar nicht darauf machen kann, das alles zu inventarisieren, wo eben Bürgerinnen und Bürger helfen. Und dann haben wir auch einen Nutzen dahinter, dass wir zum Beispiel Stadtquartier besser planen können. Und es geht, glaube ich, darum, der Florin hat vorhin gesagt, das Ecosystem, also das Gesamtsystem, wo wir uns drinnen befinden, von Geben und Nehmen oder von diesen Nutzenaspekten noch besser können, wirksam zu machen. Ich finde es gerade spannend, vielleicht noch kurz, wenn ich darauf eingehe. Geh und Nee hast du jetzt gerade gesagt, oder? Kann ich denn als Bürger, Bürgerin in Zukunft vielleicht auch bestimmen, wann ich preisgebe und was nicht? Weil jetzt ist man ja auch ein bisschen gefangen, seien wir ehrlich. Vielleicht du, Florin. Also in Bezug auf den Staat oder in Bezug auf Private? Jetzt vor allem in Bezug auf den Staat. Das ist die Frage, die ich hier auch bekommen habe. Ja, ich glaube, man muss wieder differenzieren. Also das, was du vorhin sehr schön gesagt hast, ich glaube, auf der einen Seite eben schützenswerte Daten, ein grosser Teil von sind personenbezogene Daten. Und auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, aggregierte Daten oder auch Daten, die in, sage jetzt mal, in einem grösseren Kontext vorhanden sind. Oder, ich glaube, und dort in dem Zusammenhang reden wir ja, also Open Government Data ist eigentlich nie bezogen auf irgendwelche Personendaten. Das sind immer eben zwei Themen, also Geodaten als grosses Beispiel oder irgendwie Meteorologie oder Bevölkerungsstatistik und Sachen, die so sehr aggregiert sind. Und ich glaube, Wenn man dann in den schützenswerten und personenbezogenen Bereich kommt, dort auf jeden Fall. Also ich meine, dort muss es so sein. Ich glaube, auf einer aggregierten Ebene, gerade so für Bevölkerungsstatistik jetzt als Beispiel, dort ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ja, ich kann mich dort als Person jetzt rausnehmen, ich bin jetzt dort nur Teil davon, ich will dort nur mehr haben. Weil dann, ja, also dort steht wieder gesellschaftliche Gesamtnutzen, glaube ich, über dem Nutzen von der einzelnen Person. Genau. Und darf ich noch etwas ergänzen? Bitte gerne, ja, ich denke, das kommt noch etwas. Genau. Ich glaube, ich glaube, Vertrauen in den Staat, ich glaube, das ist einerseits mega wichtig und auf der anderen Seite aber sicher auch das Bewusstsein schärfen, also eben Sensibilisierung für den Wert von Daten innerhalb der Bevölkerung, ein grosses Thema. Und dann sicher aber auch Datensparsamkeit. Also Datensparsamkeit heisst,
ich als Staat als Beispiel oder auch als Privat, ich erhebe nur die Daten, die es wirklich auch braucht für den Service oder die Dienstleistung oder was auch immer, dass ich dort anbiete. Und ich glaube, das ist es, dass mit diesen drei, ich sage jetzt mal, mit diesen drei Säulen, kommt man dort gut voran. Und vielleicht, gerade wenn wir jetzt beim Thema Vertrauen sind, du hast vorher so jetzt das Thema Predictive Policing angesprochen in China, wo man natürlich schon noch, vielleicht das einfach noch als Disclaimer sagen muss, dass das aus menschenrechtlicher Perspektive ein sehr fragwürdiges Thema ist. Einfach nur so, dass es jetzt nicht als Positivbeispiel gebracht wird. Weil ich glaube, dort verspielt man sich genau das Vertrauen. Und das zeigt ja auch die Evidenz, auch, dass das nicht etwas ist, was wirkungsvoll ist. Und dann sind wir recht schnell so in so Minority Report-Szenario. Genau. Ja, jetzt, wenn man wieder um Daten redet, wie sieht denn das Ganze aus mit digitaler Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist ein grosser Begriff, aber jetzt in Bezug auf Daten, was muss denn da nachhaltig sein? Ja, vielleicht ganz am Anfang so ein bisschen die Unterscheidung zwischen digitaler Nachhaltigkeit und nachhaltiger Digitalisierung, das sind so zwei Begriffe, die häufig auswechselbar gebraucht werden. Also nachhaltige Digitalisierung, da geht es wirklich um einen ökologischen Aspekt. Also von irgendjemandem müssen all die Bestandteile in unseren elektronischen Geräten kommen. Wie werden die produziert, unter welchen Bedingungen? Von wo kommt der Strom für alle unsere Streamingdienste, für unsere E-Bikes? Das ist der ökologische Aspekt. Und nachhaltige Digitalisierung, oder digitale Nachhaltigkeit, das habe ich sogar selber gemacht, da geht es mehr eben darum, wie tut man die Prozesse, die jetzt laufen, so gestalten, dass sie eben langlebig sind und nachhaltig. Dass es wirklich einen Impact hat, dass man das Wissen, das man erwirbt, dass man das verteilen kann, dass es möglichst viele Leute erreicht. Und dort ist eben mit den Daten so, wie es der Florin vorhin gesagt hat, dass man die zugänglich macht, dass man die verarbeitbar macht, dass man die wiederverwertbar macht und dass man die zum Beispiel in ein Format bringt, wo sie maschinenlesbar sind, wo sie verknüpfbar sind, dass man eben den grösstmöglichen Nutzen gewinnen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von diesem Thema. Jetzt schaue ich, wir kommen schon bald zum Schluss von unserer Diskussionsrunde. Ich habe noch eine weitere Frage bekommen. Wie möchte man den digitalen Mindset, also die Haltung bei den Bürgern, erreichen, damit wir ausreichend Know-how für solche Diskussionen haben? Dass wir sozusagen nicht nur auf der technologischen Ebene miteinander reden, aber auch uns können einbringen und partizipieren. Vielleicht zuerst an dich und dann an dich. Ja, also sicher ganz klar, das, was angesprochen wurde, über den Nutzen. Oder? Also wenn man einen gemeinsamen Nutzen erkennt, das ist sicher das eine. Und gefördert wird das mit einer, ich sage dem, digitalen Maturität. Und da schaue ich meine Kollegin vis-à-vis von der Berner Fachhochschule. Es hat sehr stark mit dem Bildungsaspekt zu tun. Da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ich mache mir weniger Sorgen um unsere Kinder, also um die nächsten Generationen, die jetzt heranwachsen, sondern es ist vor allem die Leute, die heute irgendwann zwischen 40 und 70 sind, für jetzt einen relativ grossen Zeitraum abzudecken, wo teilweise die digitale Maturität noch nicht haben und das auch das Vertrauen nicht. Also je höher der Bildungsgrad im Bereich Digitalisierung ist, desto höher ist auch das Wissen und in dem Sinne auch das Vertrauen in das System hinein. Also der Bildungsaspekt ist sicher das eine. Und das andere ist das, was jetzt die Stadt Bern eben genau macht, für jetzt mal in dem kleinen Perimeter von Stadt Bern zu bleiben, ist, dass man eine Digitalstadt, dass man heute eine eigene Direktion, die an der Präsidialdirektion angehängt ist, mit dieser Digitalstadt, die man frühzeitig erkannt hat, dass man gesagt hat, wir müssen als Stadt glaubwürdig sein, um selber etwas zu machen und dort auch die Bürger und Bürgerinnen abzuholen dafür. Und das sind, glaube ich, die zwei Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind, das Vertrauen zu fördern und das Wissen zu fördern. Ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen. Vielleicht noch als Ergänzung, ich glaube, genau über Bildung ist das eine. Ich glaube, auf der anderen Seite ist aber auch, ich glaube, Verantwortung auch der Politik, um eben so technische Debatten, also eben für das Disclaimer, eben, ich glaube, Bildung ist das eine. Man muss aber, glaube, man muss auch nicht alles verstehen. Ich verstand auch viele Sachen nicht. So, ich komme auch nicht aus mit, ich habe auch keinen technischen Hintergrund. Aber ich glaube, es wichtig ist, dass man einfach eben so politische Debatten vielleicht weg von der Technologie führt. Und dann, also technologieunabhängig und das Ganze abstrahiert und sagt, okay, was für ein Wert steht hinter dieser Technologie oder was würde das bedeuten? Und ich glaube, die EID ist dort ein super Beispiel. Oder? Dort hat man dann mal angefangen, über irgendwelche Details zu diskutieren, aber eben, man hat den Switch gemacht und checkt, okay, das bedeutet zentral und das bedeutet dezentral. Und ich glaube, das ist genau das, wo man, glaube ich, auch dort in der Verantwortung ist, als Politik, da die Übersetzung zu machen. Aber
Bildung sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, auch also in der breiten Bevölkerung, aber sicher auch in der Verwaltung. Vielleicht noch eine Frage für dich, Christine. Jetzt im Blick in die Zukunft, wo siehst du die Stadt Bern und wie können wir sie aufgrund dieser Daten attraktiver gestalten? Ich glaube, die Stadt Bern ist heute schon attraktiv. Mhm. Sie wird attraktiv bleiben. Aus der Verwaltungssicht geht es darum, dass wir unsere Projekte so gut als möglich machen, so effizient als möglich, so wirtschaftlich wie möglich. Und für das brauchen wir Daten, wir brauchen mehr Daten, weil unser System wird immer komplexer. Wir bauen und planen einfach nicht mehr auf der grünen Wiese, sondern in sehr komplexen Verhältnissen. Oberirdisch, aber auch unterirdisch. Die Nutzung vom Untergrund ist etwas, wo stärker zunimmt. Und dass wir in so komplexen Verhältnissen gut planen können, brauchen wir gute Entscheidungsgrundlagen. Und für das brauchen wir gute Daten. Und für das brauchen wir eben auch eine Sammlung von Daten, die wir dann nutzen können. Also auch hier vielleicht Daten können brauchen, um zu schauen, wie wir den Wiesenhausplatz hier gestalten. Was hat es dort vielleicht, welche Informationen fließen jetzt dort drin hinein? Ja, da kann man verschiedenste Informationen zusammennehmen. Du hast es vorhin angesprochen, Personenströme für Daten von öffentlichem Verkehr, aber beispielsweise auch, was wir hier im Untergrund haben. Wo dass man eben Infrastruktur herstellen kann und wo dass man Infrastruktur nicht herstellen kann, weil es da unten dran auch schon etwas hat. Also, es ist fast nicht enden wollen. Wir haben Klimaeinflüsse, Hitze, Kälteeinflüsse, die wir müssen beachten müssen, wo wir natürlich schon mit jetzt mehr Daten auch vermehrt auch 3D-Daten einfach anders modellieren können und so zu besseren Entscheidungsgrundlagen kommen. Merci vielmals. Du hast eine schöne Überleitung gemacht, auch ins nächste Panel, weil die Bedürfnisse auf engem Raum verändern sich auch. Wir haben jetzt hier miteinander diskutiert. Florin Hasler, merci vielmals, bist du zu Gast gewesen. Christine Frühe, Raphael Karlen, schön bist du da gewesen. Und merci vielmals, Jasmin Nussbaumer. Ja, es ist die Frage, wie tun wir Daten nutzen, um wirklich ein Gemeinwohl für unsere Gesellschaft zu gestalten. Das bleibt eine offene Frage. Ganz viele Daten sind vorhanden, aber wie wir sie in Zukunft nutzen, wissen wir vielleicht noch nicht abschliessend. Ich freue mich, dass ihr zu Gast da gewesen seid, auch bei euch im Livestream. Schaltet euch doch nachher auch wieder dazu. Wir haben weitere spannende Gäste hier bei uns am Digitaltisch.